Ich sollte größere Ansagen machen, glaube ich. Ansonsten kriegen wir das Vieh nicht tot. Das sind nur 16 in. Na! Schon Ingo! Wieder doppelter Schaden für 16 mal 2. Warte. 32. 16, genau. Wir müssen warte, erst verdoppeln. Erst Rüstung ab, dann verdoppeln. Ja, genau, weil es kein Crit ist, sondern nur die Trefferzone. So, warte mal. Die Rüstung sind 16 minus 5 sind 11, sind mal 2 sind 22. Das könnte selbst bei einem Treu für eine Runde reichen. Sie ist ein Dämon. Also, sie hat einen Dämon. Sie ist vom Morkan besessen. Sie ist ein Dämon. Sie ist vom Morkan besessen. So, dann bist du fertig. Abelmir. Akzeleriert. Nicht, mein Zauber ist misslungen. Ich fluche kurz und wow. Ja. Und würde mich dann neben Voltax stellen. Hinlaufen, sprinten, wie auch immer. Dahin. Fertig. Wer möchte es nicht machen? Du könntest doch an Grüller vorbei. Dann kriege ich einen Passierschlag. Genau. Sie hat nur zwei Fraktionen. Wenn du ihn jetzt nimmst, kriegt Rafimin nicht mehr. Super. Ich halte es hier aus. Okay, die Orks hatten nachgeladen. Asavos durch Isarun. Hab ich Sicht auf die Orks? Mittlerweile würde ich sie freigegeben haben, ja. Sie sind in der Dunkelheit, aber du kannst sie schwach erkennen, weil Asavo jetzt mit dem Finger auf sie gezeigt hat. Okay, in dem Fall möchte ich nämlich mit Reichweite erhöhen einen Blitz. Ich finde, auf beide wirken. 35 Meter? Genau, das reicht mir, wenn ich einmal erweitere. Bringt einmal erweitern, nein, nicht schon auf ZDW mal 7 oder irgendwas ähnlich krankes. Willst beide blitzen, ne? Ja, natürlich. Ja. Wo ist denn der blöde Zauber da? Ich weiß nicht, was deren MR ist, deswegen habe ich jetzt mal unmodifiziert, bis auf die Spukmod. Zwei Ziele plus eine MR von 4 oder so. Sie schreien. Lassen die Pfeile fallen. Beziehungsweise, ich kann sogar sein, dass durch diese Geisterübernahme, dass da noch mehr MR drauf kommt oder so, ist egal. Weil da genug Punkte übrig sind. Das war die erste Aktion. Boah. Grüler hat schon geschlagen. Grüler ist durch, hat dich nicht angegriffen. Dann fluche ich halblaut und renne Asavo hinterher. Passierschlag. Oh ja, yeah. Ich geschafft. Es sei denn, du hast keine Aufmerksamkeit. Hey, natürlich habe ich Aufmerksamkeit. Dann los. Eine Aktion. Sind 8 Schritte oder so? Ja, müsste eigentlich. Ja, dann los. Rafim. Ja, dem Fakt geschuldet, dass ich sonst gleich Moos bin. Laufen. Warte mal. Wie weit kann ich denn laufen? Genau, sie hat keine dritte freie Aktion, weil sie nicht über 21 ist, und sonst könnte sie in den dritten Passierschlag reinhämmern. Rafim hat sich bewegt, Boltax. Erste Aktion, ich stelle hier die Kerze ab. Und zweite Aktion, wir sind ja in einer neuen Kampfrunde. Du bist jetzt ja auch irgendwie dran vorbei. 3. So. Ja, ich gehe vorbei. Los. Passierschlag. Ich weiß nicht, ob meine Größe irgendwas ausmacht. Hast du Aufmerksamkeit? Ja. Sicher? Ja. Na, dann hast du nicht getroffen. Kannst auch du dich unter dem Hieb durchtauchen. Das war eine Aktion oder waren das zwei Aktionen? Nee, du hast die Kerze auch abgestellt. Eine Aktion, Kerze abstellen. Kannst du nicht fallen lassen, sonst geht sie aus. Grüler Hieb. Ich möchte vorziehen. Ja, wohin? Ich tauche unter ihren Beinen durch und renne ebenfalls. Schade. Allerdings nur eine Aktion und zwei Aktionen Schritt. Ist hier Schlag? Ja. Scheiße. Ja, das war nur der Passierschlag, dann haut sie jetzt auf die Trollkerze. Ja, die darf aber auch nochmal angreifen. Richtig, dann hab los. Gesagt, genau. Zweimal wieder Angriff. Aua, Crit bestätigen. Ja. Jo, bestätigt. Und zweiter Attacke nicht gelungen. Zweite nicht, aber was waren das? 1W6 plus 9, habe ich gesagt. Genau. Schauen wir mal. Ha! 10! Wow. 10 mal 2 und das durch. Ist ein Crit, das heißt, er wird erst verdoppelt. Ja, durch 2. 20. Also, durch 2 sind wieder 10. Wieso durch 2? Weil er nur die Hälfte des Schadens macht. Ach so, weil es auch nur eine Illusion ist? Weil es Rauch ist, de facto. Ja, okay, gut. Also hat halt
Immunität gegen die Waffen, aber macht halt selbst auch nicht wirklich krass Damage. Genau, also Resistenz gegen Resistenz. Ja, Grüler fängt trotzdem an jetzt in ihrem Wahnsinn. Ist das eine Illusion oder was ist das? Nee, nee, es ist tatsächlich existierend. Also gut. Ja, weil Dämonen immun gegen Illusionen sind, das ist das Problem. Genau. Aber, nee, es hat die Merkmale Beschwörung und Geisterwesen. Also. Es ist wirklich da. Eins, ja. Zwei, drei. Ich glaube, dann geht jetzt demnächst die Kerze aus. Ja. Die sind trotzdem halbiert, oder? Ja, weil die Steinaxt nicht magisch oder geweiht ist, sondern das ist eine normale Steinaxt, also auch, genau, auch nur die Hälfte. Also 5, 7 und... Ja, aber Mia, du siehst wie deine Freundin. Ich würde jetzt auch rennen. Bin jetzt ja, dran. Ich muss gerade gucken, ich habe keine freie Aktion mehr, ne? Ich habe auch Aufmerksamkeit, wenn du fragst vorher. Ja, ich habe aber schon. Ich habe gegen Boltax, ich habe gegen Jalan, dann war's das leider. Du kommst umsonst durch. 18 Schritt wieder drin. 18. Gut. Ja, vor euch könnt ihr sehen, ein kleiner Wasserfall, der sich hier ergießt. Über euch könnt ihr weitere Orks hören und sehen. Könnt dann die Höhle begutachten, die sich da Kunkera hineingezogen hat. Könnt dann quasi an dieser Fels- und Gesteinwand vorbeilaufen. Und seht dort wieder über euch weitere Orks. Wenn ihr dann die geblitzten Orks nach und nach dann niedermacht, einfach indem ihr an ihnen vorbeilauft, jeder sticht ihnen einmal das Schwert rein, könnt ihr dann auch die anderen nach und nach töten. Kommt dann in eine große Kaverne mit heißem Wasser, was dann vor euch brodelt. Kurz orientiert ihr euch, könnt dann mit dem weiteren Jaulen und Quieken des Orks und der Trollkerze, dem weiteren Fluchen von Grüler und bröckelnden Steinen, die umher spritzen in der Kaverne, euch weiter orientieren, bis ihr dann vor einer weiteren Kaverne steht mit einem großen Strudel und seht dort dann Kunkera. Der Tairach-Priester sieht finster aus, rot glimmende, glühende Augen. Seine Haare sind mittlerweile wohl fast ausgefallen. Ist eine sehr hutzlige Gestalt, obwohl er nur 1,60 groß ist, also die normale Größe, die ein Ork so hat. Schaut er euch aus finsteren Augen an, hat aber begriffen, dass dieser Kampf verloren ist. Und ja, während ihr dann gerade am Eingang dieser Kaverne steht, würde ich euch bitten, dass ihr einfach mal jetzt so alles aus dem Hut zieht und zaubert, denn Kunkera möchte das jetzt nicht kämpfen, sondern fliehen. Das heißt, er dreht sich um, hat aktuell 25 Meter zum Wasserfall. Wie wollt ihr ihn aufhalten? Boltax. Ja, ich würde gerne meinen Erzstrahl wieder benutzen. Ich würde natürlich verkürzen, zweimal. Und den in einer Aktion rauszaubern. Gucken, ob mir das dann was bringt. Einfach das Erzstrahl. Das wäre gelungen. Gut, Kunkera würde ganz gerne die erste Aktion zumindest vorziehen. Ich bewege mich mal 9 Meter weiter. Sichtposition würde ich euch noch weiter erlauben. 30 Schritt, kommst du damit weit? Mit dem Erzstrahl? 49, oder 49 auf dem Strahl. Okay. Ja. Dann machst du wie viel? 1W6? Nö, ich würde 2W6 tatsächlich machen. Oh, 2W6. Ist das automatisch umwerfen? Ich kann da was gegen würfeln. Ja, genau. Was Körperkraft. Dann? Körperkraft? Genau. 4. Dann trotzdem 1W6 innen. Ja, okay. Indie-Verlust? Nach Boltax. Ich muss mal gerade auf das Initiativebrett gucken. Wir behalten die nämlich bei Jalan. Kannst du was tun? Nein, also renne ich. Du kannst nichts tun. Sprint. Aber mir. Bringt es halt nicht so viel. Ein Acceleratus wäre jetzt Gold. Das Wasser in der Mitte ist so kochend oder heiß, oder? Also es fließt, es strudelt. Hier fließt es wohl auch wieder nach unten durch irgendwelche Risse. Also was heißt heiß, warm? Also es ist eine warme Quelle. Ein bisschen schweflig. Ich probiere auch zu rennen. Diese Bewegung, ist das eine Felswand oder? Also du müsstest normalerweise dann hier außen drum laufen, ja. Das ist aber alles Fels. Alles natürliches Gestein, Risse im Molchenberg. Kein Sichtbereich. Also wenn du jetzt irgendwas durchzaubern willst, dann würde ich dir das zugestehen, wenn du drüber zaubern willst. Ist das durchsichtig oder ist das hohe Felswand durchgehend bis zur Decke? Also hier ist durchgehend und hier ist durchgehend. Also das, was schwarz ist. Also hier könnte man dann durchgucken durch so ein kleines Loch.
Kann man da durchklettern? Boah, schwer. Also du kannst da durchklettern, aber schwer. Also dann nicht, okay. Würde ich rennen in Höhe von Jarlan, das sind ja 18 Meter etwa. Mhm. Acceleratus wäre es gewesen. Wieso? Ich tocke meinen Magierstab auf den Boden und löse einen Zauber aus meinem Zauberspeicher aus. Welchen? Erstmal gucken, ob er gelingt. Oder? Ja, Accelerator. Oh, nice. Oh, wieder haben wir Abend wieder. Komm, versink in den Schatten. So einen schönen Schatten um Reporter. Tatsächlich, um Reporter hätte es ja auch gewagt. Ja, also 7 Schritte Entfernung reicht nur. Es wird Problem dabei. Leider. Cool. Ja, modifizierst du hoch. Ja, aber nicht aus dem Stabzauber. Zauberspeicher. Das ist das, was wir uns für die Zukunft vorausschreiben. Okay, ja. Isarun, aus dem Stab. Eine Aktion, dann steht deine Inni auf über 30. Lass mal gerade gucken. Inni Basiswert verdoppeln, dann sind wir bei 32. Und ja, wenn wir den Zuschlag beibehalten, bin ich jetzt bei 38. Ja, dann ist die Initiative nicht wichtig, aber die Geschwindigkeit. Wie hoch ist deine GS? 16. 16 und du kannst dann, aber hier kannst du nicht mehr sprinten, sondern nur laufen. Aber doch, doch, ich geil, hier kannst hier drüber springen. Ja. Denn deine Sprungweite ist auch vergrößert. Stimmt. Aha, wow. Okay, dann los. Leertaste zum Ziehen. Und denk dran, dass du 4 freie Aktionen hast. Das sind 7 Schritt, 8 Schritt. Da will ich auf alle Fälle eine Körperkraft oder eine Akrobatik, ne? Athletik ist für Springen. Kannst du mir nur mal genau zeigen, wo ich jetzt hier durch kann? Hier ist eine Treppe. Genau, also du kannst hier runterspringen, du kannst auch die Treppe hier runter. Das reicht! Das reicht! Ha! Ich will erstmal die Athletikprobe. Ja, Athletik. Mit Spezialisierung. Wie mit Spezialisierung? Ja, habe ich nicht. Ganz normal. Sprünge. Das reicht. Sie ist gelungen. Reicht das? Wie hoch ist die normale? GS an. Halbe GS ist, glaube ich, die normale. Aber wenn du. Ja, dann deine GS ist sowieso. Verdoppelt ist der Athletik-THW zur Berechnung von Sprints und Sprüngen. Ja, okay. Das ist ein echter THW, das ist keine Erleichterung. Fliegst also du übers Wasser. 15 über. Okay, dann stehst du erstmal neben Konkurrer. Auf Fiem. Ich renne. Schieß mit den Nutzlosen an. Mhm. Komm zu uns, Bruder. Nächste Kampfrunde. Konkurrer würde gerne den Wasserfall runterspringen. Ja, ich würde gerne vorziehen. Ja, dann los. Ich greife ihn einfach an mit einem kleinen Wuchtschlag 3. Mhm. In den Rücken, minus 5. Und mach eine 8 raus. Mach eine 8 raus. Ein Wuchtschlag 5. Du hast keinen Schaden. Komm, genau. Mach plus safe. Minus 5. Genau. Ja, 8 wäre drin gewesen. 8 wäre drin gewesen. Trotzdem, ist gut. Hm, was ist denn das jetzt? Hast du es geschafft? Das mit der 5er Erleichterung ist das getroffen, ja. Die hat ja 5er Wuchtschlag angesetzt. Genau, ich habe 5er Wuchtschlag. Jetzt noch eine Trefferzone Kopf und dann bin ich zufrieden. Das sind Wunden. Egal, wo es hingeht. Ja, trotzdem. 2 Rüstungsschutz durch das Fell sind 19. Dann würfel ich mal eine Selbstbeherrschungsprobe für Kunkara. Entschuldigung, das sind 4 W20, das gibt's nicht. Kunkara würfelt 4 W20. Ansonsten zieh halt nochmal vor ihn vor. Was ist die 16? Worauf wird das gewürfelt? Mut, ne? Selbstbeherrschung. Mut. So, dann rechne ich mal eine 10er THW für Kunkeras Selbstbeherrschung. Dann ist der Schaden. Wie viel hast du gemacht? 19. Ne? 19. Achso, genau, Schaden. 19. Wunschschwelle machen wir mal eine 9. Das heißt, du bist 10 Punkte über seinem. Dann ist es genau plus minus 0, ist es geschafft. Hat jemand einen Chip für die 2? Dann zieh doch nochmal vor ihn vor. Du hast doch so viel Energie, dass du nochmal vor ihm handeln kannst. Ja. Dann ihm halt noch eins. Ach, du denkst dran, dass dein Schaden um 2 erhöht ist, weil du akzeleriert bist. Oh! Dann war es das jetzt für ihn. Dann fällt der Zocken zu Boden. Guter Einwand. Okay, dann bitte beschreib die Szene. Isarun darf anfangen und die anderen dürfen dann nach und nach nachziehen. Ja, Isarun bleibt erstmal am Fuße der Treppe stehen, die in diese Höhle hier hineinführt, tockt dann einmal mit ihrem Zauberstab auf den Boden, konzentriert sich dabei und an ihrer Körperhaltung erkennt ihr schon, dass sich da ein Effekt wirklich ausgelöst hat. Sie wird auf einmal super schnell,
sprintet los. Sie verschwimmt fast mit der Luft, mit dieser ganzen Luftfeuchtigkeit der Gischt hier. Sie nimmt einen gewaltigen Satz über das Wasserbecken, sprintet nochmal eine Treppe hinunter, erreicht den Ork-Schamanen und schlägt ihn von hinten nieder. Und er rührt sich nicht mehr. Die anderen der Reihe. Ja, während Isarun noch ihren Zauber wirkt und beginnt zu sprinten, in dem Moment, in dem sie absetzt, um über die Wasserfläche zu hechten, löst sich aus Boltaks ausgestrecktem Finger ein Strahl aus Erz, der auf den Ork-Schamanen zuschnellt, ihn von hinten trifft, aber ihn nicht zu Boden werfen kann. Doch da ist Isarun schon da und erledigt das, was der Erzstrahl nicht imstande war zu schaffen. Erlan hat am Anfang dieser Höhle ja bereits angefangen zu sprinten und seitdem nicht wirklich wieder aufgehört. Wenn er dann irgendwann endlich mal um die Ecke kommt, sieht er nur noch, was Isarun den Ork schon längst gerichtet hat. Lehnt sich dann an dieser Stalagmiten, kam von unten, an dieser Stalagmiten und atmet einmal tief durch. Und ist eigentlich nur froh, dass er aufhören kann zu rennen. Vor 5 Jahren hätte er es noch geschafft, aber du bist mittlerweile zu alt. Komm mal bei mir, gib mir den Umbra Porter. Ich würde den noch, ich fluche erstmal, dass in die Höhle reinkomme, er so weit entfernt ist, und verfluche mich selber für meine mangelnde Einsicht in Reichweitenmodifikation. Renne erstmal ein Stück, sehe natürlich, dass Isarun den Ork schon nach einem gewaltigen Sprint abgeschlachtet hat. Und lasse mich so langsam austrudeln. Gib mir den Umbra Porter, komm, tu es. Gut, dann würde ich den Umbra Porter aus dem 7-Schritt und mich an Isaruns Seite teleportieren. Lass dich in die Schatten fallen. Eine Probe erschwert um 6. Währenddessen der Ork dreht sich gerade vom Bauch auf den Rücken, hebt die Hände. Takatsa, Zaflesh, Charoshai, Katach, Angarai, Ai, Katach. Und tauche dann an Isar und zwar trete ich aus den Schatten hinaus und. Ah, gut gemacht. Danke. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Ich habe euch gar nicht rennen gehört. Ich zeige auf den Schatten, der so einen, von einem Stalagmiten oder einer Steinwand geworfen wird. Und dort. Großer Herr Rodak. Ihr dürft mir dienen. Bittert mich nicht. Ich gebe ihm einen Tritt gegen den Kopf. Ja, weil könnt ihr sehen, wie die anderen ziemlich außer Puste dann auch kommen, gerade der kleine Boltax. Ich gehe ganz langsam und gemächlich. Ich guck nochmal zur Seite, wenn ich an mir vorbeischreite, denke mir, hätte ich wohl auch gemacht. Neben euch stürzt der Wasserfall nach unten, die Tiefe. Wenn ihr mal herantretet, könnt ihr wohl erkennen, dass da wohl dann der Rest von dem 100 Schritt breiten Fluss dann entlang fließt, hier direkt durch dieses Tafelgebirge, und irgendwo würde er dann am Sargnagel vorbei in das Land fließen. Die schwarze Radrum. Wäre sicherlich auch so aus dem Gefecht, aber so konntet ihr ihn zumindest vor der Flucht bewahren. Vielleicht wäre er auch bei dem Sturz umgekommen, aber jetzt steht hier um Kunkera Riak Shiburash herum. Den Teil der Priester. Darf ich ihm auf den Kopf treten? Chor im Himmel, tut es, aber bitte nur einmal. Ich möchte ihm auf den Kopf treten. So doll ich kann, bis ich merke, dass sein Kopf nachgibt. Du merkst das Splittern von Knochen, dann stehst du plötzlich ein paar Zentimeter weiter unten und eine rote Flüssigkeit fließt in das, was irgendwann die Radrum wird. Ihr wart sehr schnell unterwegs, Isarun. Sehr beeindruckend. Die Konturen von Isarun sind auch völlig verschwommen. Ja, das war wirklich schnell. Sehr beeindruckend. Aber mir, ich brauch sowas. Kümmer dich drum. Dann müsst ihr ein paar Jahre der Zauberei üben. Und die müsst astral begabt sein. Ich glaube nicht, dass Chor sowas gut heißt. Aber es gab doch diese Artefakt-Dinger. Das kann doch nicht so schwierig sein. In der Tat, die kosten nur ein wenig. Aber ihr habt ja wahrscheinlich genug Gold. Na gut.
Haben wir also den Boden Warungs an Blut eines weiteren Nekromanten gewässert. Ich möchte ja nicht sagen, wir sollten uns beeilen, aber wir sollten A, seine Leiche zacken und darunter werfen und B, müssen wir hier ganz schnell wieder raus, weil die anderen da draußen gerade um ihr Leben kämpfen. Was ist mit dem Troll? Er lebt auch noch, oder? Draußen vor der Tür? Ja, sicher, aber er wird die Kontrolle nicht mehr haben. Vielleicht ist er einfach zusammengesackt. So oder so, wir müssen nach vorne und vielleicht sollten wir den anderen Orks auch die Leiche ihres Knechters zeigen. Wir sollten ihm erst den Kopf abnehmen. Was davon noch übrig ist, auf jeden Fall. Ich will nicht, dass er nächste Woche als Erhobener herumläuft. Es ist ein guter Punkt, ich sollte ihn zerhacken. Einmal reicht, Rafim. Einmal reicht. Einmal und einmal zur Sicherheit. Meinetwegen. Ich möchte ihn einmal den Kopf abpacken und dann noch in der Mitte zerteilen. So, der Kopf ist nur noch Matsch, also du kannst da nichts mehr abpacken. Das ist ja, dann teile ich ihn ins zwei handliche Drittel. Kopf ja, ist ja schon kannst ab. Kannst du mal durchschneiden, hörst dann dieses schleifende Metall auf Stein und kannst du noch so ein bisschen in verteilten kleinen Häppchen in den Fluss kippen. Ich glaube, der kommt nicht wieder. Ich würde gern zurückgehen und schauen, ob die Orks immer noch unter seinem Bann standen, beziehungsweise was die in der Zwischenzeit machen. Ihr konntet noch vereinzelt den einen oder anderen Ork ignorieren, seid dann einfach durch die Höhlen gelaufen und könnt dann jetzt erkennen, wie die wohl alle nicht geflüchtet oder geflohen sind, aber zumindest haben sie diesen geisterhaften Schein aus ihren Augen verloren. Und wenn ihr dann noch zurück in die Eingangshöhle, in diesen Spalt tretet, könnt ihr sehen, wie wohl Grüler den Kampf gegen die Trollkerze gewonnen hat. Aber ihr ist mittlerweile der Arm abgerissen. Das liegt nicht daran, dass die Trollkerze das abgerissen hat, sondern dass der Morkan einfach den Geist aufgegeben hat und der Morkan aus ihr gewichen ist. Und so sie jetzt sehr schnell verrottend und verwesend dann in der Ecke liegt, zusammengesunken. Und auch Grüler als unsterbliche Witwe vernichtet wurde. Wir sollten Tempo machen, die sterben da draußen. Ja, vorwärts. Wir sollten ihr Signal zum Rückzug geben. Draußen könnt ihr das Schlachten bereits erkennen. Es haben sich mittlerweile zwei Fronten ergeben. Eine, die nach vorwärts, eine, die rückwärts verteidigt, und zwar nach Osten und nach Westen, sodass dann aus diesen Straßenschlachten ein kleiner Korridor gebildet wurde, der dann euch die Möglichkeit gäbe, entweder in den Praios-Tempel zurückzuweichen, beziehungsweise das Gebein aus, oder aber sie lassen jetzt diesen Korridor fallen und ziehen sich ohne euch zurück und ihr flieht auf die Häuserdächer. Das sind die beiden Optionen, die ihr habt. Dann geht's auf die Dächer. Ich bin nicht gut in solchen Sachen. Wir helfen dir. Los, weiter. Ich würde mal... Dass zumindest einer der Offiziere mich erblickt von dem Regiment. Ja, du kannst Eichhuber erkennen. Ich würde ihm mal das Attackzeichen oder vermutlich gibt es auch ein Soldatenzeichen für Brandöl geben. Er hat dich wohl erkannt, nickt und gibt dann dementsprechende Befehle hinten weiter an irgendeinen Stabsoffizier, Stabsunteroffizier weiter und kannst du erkennen, wie wohl zumindest das erste Feuer durch die Gassen züngelt. Wir werden brennen, wir müssen jetzt laufen. Los, los, los! Gut. Gut, letzte Frage, Dächer oder Gasse? Also Gasse ins Gebeinhaus. Alles andere ist zu. Also, nee, dann Dächer. Dann Dächer. 3, 2, 1. Damit wurde euch die Entscheidung auch abgenommen. Die Flanken klappen links und rechts ein. Geordneter Rückzug, während das Feuer eine kleine Säule bildet. Ihr könnt wohl noch irgendwelche... Ja, ihr könnt es riechen. Die Stadt ist tatsächlich mittlerweile an einem anderen Gestank... Punkt. Und zwar riecht es jetzt nicht nur nach diesem Waltran, dieses angezündete Fett, sondern nach viel mehr Feuer und Brand. Und während ihr auf die Dächer klettert, könnt ihr wohl erkennen, wie wohl irgendwo im Osten, im Südosten von euch ein großes Hexagon brennt. Und es so ein bisschen nach Honig riecht. Gib mir bitte alle eine Kletternprobe. Klettern plus 5. Ich glaube, dafür muss ich meine Rüstung ausziehen. Dann lass die Rüstung hier. Ich fange sehr hastig an, mir die Lederriemen der Plattenteile aufzuschneiden. Es schmerzt natürlich in der Seele, Eisingers Meisterwerke hier zu lassen, aber es hilft nichts.
Ja, ich komme ohne Probleme hoch. Abimir rutscht ab. Du siehst wohl, wie Boltaxa wohl einen Stein löst. Der geht wohl, der bricht ab, fällt dir ins Gesicht. Du bekommst 1W6 Ausdauer-Schadenspunkte. Ah, pass doch auf! Plus 6 erschwert war das, ne? Oder plus 5? Auch Iserun bekommt einen Stein ins Gesicht. Wenn ich oben bin, werde ich mich dann flach auf das Dach legen und die Hand nach unten strecken. Wirst du so Boltax runter. Boltax, komm! Ja, ich bin doch schon hier oben. Es riecht weiter. Es riecht weiter. Aber ich hab dich gar nicht gesehen. Nicht nur nach menschlichem Haar, nicht nur nach menschlichem Fleisch, was jetzt angezündet ist, weitere Schreie, die von unten gellen, Schwertgeklirre, sondern immer noch dieser widernatürliche Gestank, dieser Geruch nach warmem Honig.